Mann, ich bin voll der Bluff. Ich gehe mit zwei Backups auf die Bühne. Er hat mir schon gesagt, gestern oder heute, wenn man das in Turbos, also Eva, du, das ist schon ein wenig peinlich, ne? Du gehst mit zwei Backups auf die Bühne, ich sowieso. Das ist auch voll angenehm, weil meine Stimme ist ja eh manchmal einfach so weg. Er meint ja, das macht man nicht. Und gestern alleine auf der Bühne, heute alleine auf der Bühne. Ich meine, was soll ich sagen? Er ist ein Profi. Hallo vom Frauenfeld, wir haben Schwester Eva getroffen hier im Backstage. Wie geht's dir? Wie war euer Auftritt? Alles gut, ich bin gut angedrungen, das heißt, es geht mir gut. ja, ich habe nicht gedacht, dass es so positiv heute wieder wird. Aber du weißt ja ganz genau, ne? Wir haben schon mal gesprochen. Ich habe halt immer ein bisschen Schiss, auf die Bühne zu gehen. Und es ist immer noch so geblieben, meine Knie sind tatsächlich immer weich. Aber dann gehe ich rauf und die Leute jubeln und mir geht's besser. Genau das habe ich mich vorgestellt, dachte ich mir, das frage ich dich jetzt, weil letztes Jahr warst du so voll, ich habe immer gesagt, bei dir läuft doch, ist doch alles super und so weiter und du warst immer, ja, wer weiß und mit Rap das was wird und vor so vielen Leuten auftreten, voll nervös und so und ich dachte, jetzt ist das alles anders. Jetzt kommst du da einfach raus und sagst so, ey, ich bin die deutsche Lil Kim, bei mir läuft, alle Leute sind für mich da. So weit ist es nicht, nein, so weit ist es nicht. Ich habe schon ein bisschen Panik, also ganz weg geht das auf jeden Fall nicht. Aber ich sehe, ich werde immer mehr akzeptiert nach meinem Album. Ja, wurde ich mir akzeptiert und jetzt fällt es mir ein wenig leichter, auf die Bühne zu gehen. Die Leute drehen durch und das will man ja. Mit wem bist du letztes Jahr aufgetreten auf dem Splash? Bei Sio, Special Act, habe ich mich so eingezeckt. Und jetzt bist du mit Rata unterwegs. Warst gestern auf dem Splash, bist heute auf dem Frauenfeld. Rata ist wieder da. Ja, Rata ist da. Die Leute feiern ihn übertrieben. Ich stehe selber neben der Bühne wie ein Groupie mit einer Handykamera und zeigt mir wieder auf mich und dann auf ihn so. Ja, ich bin dabei. Geil, geile Atmosphäre. Die Leute feiern ihn böse. Die Leute haben lange auf ihn gewartet und ja. Ja, allgemein hat man lange auf ihn gewartet. Stimmt. Wie ist das für euch und jetzt gerade für dich jetzt so, wo er wieder da ist, dann auch mit ihm unterwegs zu sein und die Auftritte zu machen und so, ist das jetzt so einfach hammergeil? Oder ja, super. Darauf haben wir die ganze Zeit gewartet. Er hat natürlich viel zu tun und man ist nicht die ganze Zeit mit ihm, weil er ist ein sehr gefragter Künstler gerade. Aber deswegen schnappe ich jede Zeit, die ich mit ihm verbringen kann, schnappe ich natürlich und bin dabei. Schwester Eva ist da. Ändert das auch, weil man hört ja auch immer, dass er sich auch viel einbaut und so und dass er es selbst gemacht hat, wo er nicht da war und so. Aber ändert das jetzt viel, dass er da ist? Wird jetzt ganz anders gearbeitet? Was stelle ich mir dann so vor? Vorher, irgendjemand musste ja vorher sagen, wir machen jetzt so, weil man konnte ihn gerade nicht fragen. Und jetzt ist er da und jetzt... Man konnte schon. Wir haben ja die Deutsche Post. Man konnte ihn schon des Öfteren mal fragen. Telefone gibt es auch. Also er hat nicht alles umgekrempelt jetzt, sondern es geht eigentlich weiter wie vorher, nur besser. Er ist immer noch der Baba aller Babas bei uns, immer noch unser Chef und er segnet immer noch vieles ab. Das Beste ist einfach nur, es geht jetzt schneller voran. Das freut mich halt, ja. Korrekt. Dann erzähl mir noch ein bisschen was über die Auftritte, weil ich habe ja jetzt wieder nichts mitgekriegt. Du kannst mir zum Beispiel mal sagen, da ich jetzt nicht auf dem Splash war, wie war es im Vergleich auf dem Splash und heute auf dem Frauenfeld? Boah, gestern war es bombastisch. Ich habe kurz einen Hänger gehabt, wo das Licht angegangen ist und ich die ganze Crowd gesehen habe. Und ich so, nein, mach das Licht wieder aus. So, ich will die gar nicht sehen, dann fühle ich mich viel sicherer. Aber es ist Bombe. Du gehst rauf und die Jungs von uns, die haben so Videos gemacht. Und man versteht mich kaum, die Leute kreischen und das macht mich sehr stolz. Das heißt, man entwickelt sich ja irgendwie weiter und wird... Ich bin eine anerkannte Deutschrapperin jetzt. Ich glaube, das geht, wenn man noch nicht 4000 Auftritte gemacht hat, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass einem das auch oft so geht, dass man auf der Bühne immer das Gefühl hat, man müsste jetzt noch viel lauter schreien und weil du gerade meinst, man hört mich nicht und so, obwohl die Leute dich wahrscheinlich doch hören und du denkst das nur so. Guck mal, und das war ja mein Problem 3,5 Jahre lang. Ich werde jetzt operiert an meinen Stimmbändern. Ich habe da Knoten und Vernarbung an meinen Stimmbändern. Ich habe öfter von Rappern gehört, ja. Ja, ich noch nicht. Ich wusste nicht, dass es sowas bei Rap passieren kann. Der Arzt hat mir gesagt, ja, sie brauchen so Gesangstraining. Diese Dinge, nicht für mich. Aber wahrscheinlich muss ich das machen, weil ich werde jetzt bald operiert. Ich habe anscheinend nur mit zu viel Druck gerappt die ganze Zeit. Und wahrscheinlich, weil du dachtest, man hört mich genau, nicht. Genau, man hört mich nicht. Und ich, erst recht, ich bin ja eine Frau, habe nicht so eine druckvolle Stimme wie die Jungs. Deswegen erst recht immer versucht, druckvoll und laut zu rappen. Das war wohl mein Fehler. Aber ich glaube, bei dir ist das nicht so, wie das bei manchen anderen ist. Also es gibt es öfter, das habe ich selbst hier
hier, ich will erstmal keine Namen nennen, aber selbst bei manchen Amis ist das so. Nenn doch ruhig die Namen. Mich stört das bei A$AP Rocky zum Beispiel. Ich feiere A$AP Rocky voll, der hat gestern eine super Show hier gemacht, aber er schreit immer, wenn er auf der Bühne ist, obwohl der chillig rappt auf seinen Tracks. Und mich erinnert das immer an so jemanden, der seinen dritten Auftritt hat, der denkt, er muss jetzt schreien, damit ihn die Leute hören. Ich denke mir, Digga, hör doch bitte auf zu schreien, Alter. Mach doch einfach so smooth, wie du immer machst, mit der gleichen Stimme. Ja. Weißt du? Und bei dir ist das aber... Ja, aber wahrscheinlich war auch das die ganze Zeit mein Problem. Guck mal, du hörst es doch ein bisschen, oder? Ja, halt so, das ist die ganze Zeit und ich bin nicht krank, ne? Denk nicht, steck dich jetzt an. Nee, aber ich hoffe, nach der OP ist alles gut und ich versuche ein bisschen... Gesangstraining zu machen. Ja, tatsächlich. Kannst du dann beim nächsten Mal vorführen, was man dann da so macht, so diese Stimmübungen und so? Ja, mache ich. Kratar, bei dem ist sowas nicht nötig. Wie ist das denn mit ihm jetzt auf die Bühne? Ich meine, ich bin voll der Bluff. Ich gehe mit zwei Backups auf die Bühne. Er hat mir schon gesagt, gestern oder heute, bei Moras in Turbos, also Eva, du, das ist schon ein wenig peinlich, ne? Du gehst mit zwei Backups auf die Bühne, ich sowieso. Das ist doch voll angenehm, weil meine Stimme ist ja eh manchmal einfach so weg. Er meinte, ja, das macht man nicht. Und gestern alleine auf der Bühne, heute alleine auf der Bühne. Ich meine, was soll ich sagen? Er ist einfach, Jiba ist ein Profi. Was geht denn bei dir sonst so ab? Was steht an? Wird an neuer Musik gearbeitet? Ja, da habe ich irgendwie gehört, du hast neue Verträge und neue Projekte vor und arbeitest ja, mit Leuten. Ja, ich werde jetzt ein bisschen mit der Werbung rummachen. Was genau, kann ich noch nicht sagen. Aber auch musiktechnisch bin ich unterwegs. Wir sind fleißig am Schreiben und Beats am Picken. Und ja, wir warten jetzt auf Sio, Kalim und dann bin ich dran. Ich werde zerreißen. Und Sio ist jetzt gerade dabei. Genau. Und deshalb auch jetzt nicht mit euch unterwegs und mit auf der Bühne, weil den habe ich dann... Die ganze Zeit im Studio. Der Junge will auch gar nicht raus. Also er ist die ganze Zeit im Studio und man sagt ihm auch so, komm mal kurz essen oder so. Nein. Sio ist ja auch so jemand, der sich sehr viel Zeit für die Dinger nimmt. Perfektionistisch ist. Ja. Ne? Das ist halt bei ihm sehr stark ausgeprägt, diese Perfektion. Und er ist sein eigener Knecht. Ja, kann nur gut werden. Wie arbeitet dagegen Hatta? Ist der da genauso drauf, dass der auch immer sagt, ich muss den Song jetzt noch 88 Mal überarbeiten? Oh, wenn wir über Hatta reden, müssen wir jetzt echt schon lange reden. Der Junge hat so viel zu tun, die ganze Zeit, egal. Manchmal geht er nicht mal an sein Handy ran, weil er hat sein Handy klingelt durchgehend einfach. Dahin, rechts, links. Ich glaube, er ist immer noch dabei, erstmal wieder wie? Aufzuholen? Einzuholen? Nachzuholen, genau. Nachzuholen, ja. Okay, ja, kann er machen. Ich checke gleich auch mal noch ein Interview mit ihm. Sag du mir doch noch so, jetzt kannst du jetzt langsam dich schön besaufen und hier Spaß haben. Wie ist es hier im Backstage? Partymäßig ist cool, coole Leute, oder? Hier, wir sind gerade angekommen. Ich habe die Flame gesehen, wie ein Groupie. Ich so direkt, Digga, komm mal her. Freust du dich auf Nicki Minaj? Ich brauche ein Foto. Nicki Minaj, schick sie anschaffen. Doch der Gewinn reicht nicht mal für Handtaschen. Verstehst du, was ich meine? Also, ihr habt schon Nein, ein bisschen Beef, sie ja? Sie ist die Queen, Mann. Was ist los? Gibt's nichts zu sagen. Weißt du, sie ist da oben und ich bin da unten. Aber du hast sie noch nicht gesehen hier, oder? Nein. Ich bin hast sehr... Nein, aber ich bin voll gespannt. Ich wüsste gerne, wie die in echt aussieht. Also geil, so in Natur. Sehr geil. Ja? Also die sieht so richtig so übertrieben aus, wenn man die immer auf Bildern und den Videos sieht. Und ich frage mich. Profil in Facebook. Ja, deshalb frage ich mich, wie das denn echt wirkt. Profil. Ich glaube, die ist eine übertrieben geile Sau. Also meinst du, wir fallen so rückwärts vom Stuhl, wenn die gleich hier vorbeiläuft? Ja, flick, flack, Digga. Okay, ich bin gespannt. Also der Abend muss gut werden, es sei denn nicht im Nachschub. Also für mich fängt der erst jetzt an. Daher sowieso wird er gut. Korrekt. Ja, dann. Könntest du jetzt noch was mit Roos drehen, wenn du noch Bock hast? Das okay, wäre geil. Und ich checke mal, wo der... From another mother. Wo ist er? Ja. Yeah. So geht's mir auch. Dann sind wir quasi indirekt auch verwandt, wenn er unser beider Bruder ist. Gut, dann gehe ich jetzt Kratta suchen. Und dir wünsche ich viel Spaß mit was los. Und wünsche uns beiden viel Spaß mit Nicki Minaj. Jawohl. Bis dann auf Hip-Hop Day. Ciao, ciao.